Moska Sasa vom M9TV Produktion. Ich heiße Sie heute willkommen in einer neuen Episode Was bewegt die Welt? / The Business. Wir waren in Siegburg und dort fand ein Bandcontest statt. Toys to Masters. Blicken wir zusammen ein bewegtes Bild und erforschen ein buntes Deutschland. Erstmal die Anke. Ich bin der Thorsten. Hallo. Wir stehen hier vor dem Cubana, unserer Homebase, weil wir sozusagen jedes Wochenende hier sind. Freitags und samstags und zwischendrin. Selten mal zum Essen, aber auch das sehr gerne. Toys to Masters ist der Oberknaller. Man kennt keine Band. Es ist immer mega amüsant. Und vor allen Dingen finde ich es total beeindruckend, was die, ich nenne sie mal liebevoll Kiddies, die jungen Leute schon auf die Kette bringen. Es ist der Oberknaller. Und wer weiß, vielleicht wird mal wirklich eine große Band irgendwo hervorgehen. Ja, also vor 2 Jahren, ne, man sieht es an unseren schönen Shirts, war unter anderem Cat Eaters dabei. Auf jeden Fall, kann man nur unterstützen, sowas. Ja, und deswegen sind wir wieder hier. Wir kennen keine eine Band, auch die von morgen kennen wir nicht, aber wir werden auch morgen da sein. Dem kann ich mich dann nur anschließen. Hi, wir sind Synergy, ich bin der Sebastian. Ich bin die Leonie. So, und wir machen heute Poprock. Und ich hoffe, es gefällt euch. Wir sind jetzt im Viertelfinale hier in Siegburg. Bei Toys to Masters. Synergy ist eine Pop-Rock-Band, ein sehr junger, sehr energetischer Mix aus verschiedenen Beats. Und wir freuen uns sehr, heute hier sein zu dürfen. Und wir haben richtig Lust, gleich auf die Bühne zu gehen. Wir bringen viel Energie mit. Wir haben viele Leute dabei. Ich hoffe, die werden hier die Hütte zum Beben bringen. Wir wollen natürlich gewinnen, ist klar. Ja. Wir hoffen, wir können uns mit unseren paar elektronischen Sounds, paar Samples, Gitarre, Bass und Schlagzeug einer wundervollen, perfekten Sängerin beeindrucken. Es gibt noch nicht so lange, seit Februar dieses Jahres. Ich bin noch kürzer dabei. Instagram könnt ihr uns finden unter synergy.laut. Facebook haben wir nicht. Haben wir nicht. Noch nicht. Ich bin der Mai hier vom Team Fabo bei Toys to Masters, heute hier im schönen Siegburg Cubana Club. Wir sind alle sehr motiviert. Wir sind auch die Einzigen heute, die Hip-Hop machen werden. Deswegen sind wir auf jeden Fall auch noch mehr motiviert und wollen auch den anderen Musikbands zeigen, wie schön auch Hip-Hop ist. Wir freuen uns natürlich auch über deren Leistungen. Meine Jungs machen tolle Mucke. Die sind seit über 2 Jahren dabei. Galzen Beats, er macht die Beats, Fabo rappt. Wir sind ein Team, freuen uns über Toys to Masters. Wir sind heute im Viertelfinale und hoffen natürlich, dass wir weiterkommen. Ich wünsche allen viel Erfolg und viel Spaß. Ich bin Hazza, ich bin Yaren und wir sind ein Fan von Fabo. Und zwar ist Fabo der Sohn unserer Lehrerin und wir kannten ihn gar nicht. Sie hat uns ihn vorgestellt und daraufhin haben wir mitbekommen, dass er ein neues Lied rausgebracht hat. Das haben wir uns dann direkt angehört und wir sind der Meinung, dass dieses Lied einfach richtig gut geworden ist. Also ganz ehrlich, vor allem der Beat am Anfang, der hat uns richtig überzeugt. Und plus Gänsehaut. Wir sind de facto, wir sind hier gerade in Siegburg am Cubana. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ja, wir haben ein paar Leute dabei. Wir sind hier im Rahmen des Toys to Masters Contest und wir haben die Ehre, heute hier spielen zu dürfen. Checkt auf jeden Fall unseren Instagram-Account de facto-band. Da gibt es immer Neuigkeiten und bald auch ein paar Aufnahmen. Ausnahmen haben wir auch ein paar. Ja, das ist übrigens Anton Hagen, falls jemandem das was sagt. Wir hoffen, dass wir es heute natürlich schaffen, im Contest. Ist natürlich den Fans geschuldet. Vielen Dank an jeden, der für uns da ist. Wir versuchen, das bestmöglich abzuliefern.
Hi, wir sind hier in Siegburg vor dem Cubana bei Toys to Masters, beziehungsweise das Viertelfinale von Toys to Masters. Ich bin die Sängerin, Gitarristin und Bassistin von der Band Rules of This Game. Und ja, in einer halben Stunde ungefähr spielen wir und gucken mal, was der Abend noch so für uns bereithält. Wir haben auch einen relativ neuen Song dabei, den haben wir letzte Woche das erste Mal gespielt. Und da sind wir natürlich auch gespannt, wie der heute ankommt. Und wenn ihr mehr von uns hören möchtet, wir haben vor kurzem auch ein Musikvideo auf YouTube released mit dem Titel Just Enough. Ja, ansonsten spielen wir auch sehr viele Konzerte hier in der Region und auch in anderen Teilen Deutschlands. Bei Interesse kann man auf Facebook oder Instagram immer verfolgen, was wir so machen, wo wir spielen, was wir releasen. Schaut gerne mal vorbei. Einfach Rules of This Game im Internet suchen. Was geht zusammen? Linus mein Name. Ich bin hier im Cubana in Siegburg beim Toys to Masters Contest. Heute Abend für Rules of This Game hier. Die haben vor einiger Zeit, vor kurzem, haben sie ein neues Musikvideo rausgebracht zum Titeltrack Just Enough von ihrer EP. Großartige Sache, auf jeden Fall mal geben. Und einer von uns hat heute sogar Geburtstag. Und etwas ganz Besonderes für uns, hier zu sein. Das Cubana ist super cool und für ihn ist es doppelt besonders. Und ja, deshalb darf er den nächsten Song machen. Ja, heute war Heimspiel, muss man sagen. Wir kommen ja hier aus dem Umkreis. www.defacto-band.de. Jawohl, so sieht's aus. Es hat geklappt. So, wir hatten coole Leute am Start, die haben uns supportet. Und dass es dann so zum ersten Platz reicht, das ist natürlich noch besser. Aber das ist jetzt nicht, was mir vorher Druck macht. Einfach auf eine Bühne zu gehen, das ist immer mit Anspannung verbunden. Und das geht natürlich auf den Magen. Aber cooler Abend, cooler Tag im Endeffekt und wir freuen uns aufs Halbfinale. Material ist da. Wenn wir das fertig kriegen und bühnenreif, dann sind die Songs auf jeden Fall drin. Ansonsten haben wir natürlich auch noch ein paar, die wir heute nicht gespielt haben. Und wir haben ja ein bisschen mehr Zeit, dann spielen wir einfach ein bisschen von denen noch. Also wir haben schon ein Repertoire, worauf wir zurückgreifen können, aber wir wollen natürlich eigene Songs noch hinzufügen. Mein Tipp insofern dann an den Stärken, die ihr habt, sozusagen noch weiter zu feilen, weiter zu bauen, ne? Weil ihr schon einen sehr eigenständigen Sound habt und denen gewinnt ihr halt wirklich dann diese Backtracks, die haben das, also dieser Techno, dieser Electro-Sound, der hat es halt nochmal abgehoben, weil ihr habt so eine Paarung von zwei Genres gehabt. Ne? Dadurch, dass ihr nicht mehr dabei seid, bin ich ihnen jetzt auch los? Wir sehen uns dann in Bonn in der Harmonie, kommt alle vorbei, unterstützt uns und die anderen Bands, sechs starke Bands heute am Start gewesen, alle haben eine super Leistung gegeben. Suburban Rex, die ich hier gesehen habe bei Toys to Masters, die habe ich letztes Jahr in Bonn auf der Rockaue gesehen. David Navery haben wir letztes Jahr im Sommer in Bonn gesehen. Also es ist schön zu sehen, die stehen nicht jetzt hier für irgendein Event auf der Bühne, rackern sich ab. Nein, sie haben Erfolg, sie werden woanders gebucht, sie stehen auf anderen Bühnen, erfreuen andere Leute mit ihrer Musik. Und man lernt auch Bands kennen und neu kennen und kann sie im Auge behalten und auf jeden Fall dann weiter verfolgen. Außerdem waren wir dann Zuschauer der ersten Stunde und irgendwann hängen die Andenken in irgendwelchen Hardrock-Cafés auf dieser Welt. Genau. Wer weiß.